Fans sind bereit, wir sind bereit, Sie zu Hause hoffentlich auch, Frank Buschmann sowieso. Und damit ein herzliches Hallo von Wolf Fuß und mir. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber, werfen einen kurzen Blick drauf. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn Sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Und jetzt sehen wir hier also die Aufstellung der Gäste heute. Mbappé! So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Und diese Chance hier lässt er sich natürlich nicht nehmen. Den Ball drückt er ganz souverän über die Linie. Aber Wolf, ganz ehrlich, aus der Entfernung ist es kein Problem. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Romagnoli. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Ah, das könnte es sein. Da macht er ihn rein. Da krönt er sein Jubiläum heute mit dem Tor. 100 Spiele hat er bereits auf dem Konto. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Fabinho. Wird's jetzt gefährlich? Ibrahimovic jetzt. Fairer Einsatz hier. Fabinho. Antoine Griezmann. Und irgendwie hält er ihn. Da war er noch dran. Und es gibt Eckball. Der Ball kommt rein. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faustet den Ball weg. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Zlatan Ibrahimovic. Fabinho. Da trennt er ihn fair vom Ball. Spätestens in den letzten Jahren ist der Fußball ja endgültig zu einem globalen Phänomen geworden, Buschi. Richtig, das sieht man zum Beispiel in den USA oder aber auch in Asien. Das ist eine Riesenbegeisterung da und es gibt natürlich noch Wachstumspotenzial. Zlatan Ibrahimovic und die Chance. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Suso. Alexandre Lacazette. Jetzt vielleicht. Ein fantastisches Tor. Super, dieses Passspiel. Dieses Tor war natürlich perfekt. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Und Rodriguez. Fred. Sané. Und das gibt Eckball. Ecke kommt rein. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Romagnoli. Caldara. Er spielt den Pass auf den Flügel. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Lacazette. Griezmann am Ball. Da wäre Platz für den Konter. Conte. Mbappé. Jetzt Neymar. Und jetzt der Zug nach innen. Da geht Ricardo Rodriguez gut hin. Und nun Lacazette. Da kommt der Pass. So, das ist abseits, brauchen wir gar nicht lange diskutieren. Und wir können hier belegen, eine sehr knappe, aber eine richtige Entscheidung. Conte. Fabinho. Mbappé. Und jetzt Griezmann. Gut aufgepasst vom Verteidiger.
Caldara. Bakayoko. Aurier. Suso. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Da können sie erst mal klären. Ibrahimovic. Das könnte die Chance werden. Einwurf jetzt. Und jetzt Alexandro. Lacazette am Ball. Sané. Lacazette jetzt. Aurier. Das könnte sein. Gefährliche Aktion, aber der Keeper ist da mit einem Hechtsprung. Super gemacht, da greift er ein, ist zur Stelle. Sie können sich auf ihn verlassen. Da kommt die Ecke. Caldara. Fred. Guter Versuch aus der Distanz, da hat nicht viel gefehlt. Ah, da hätte das Tor fallen können. Nur Lacazette. Leroy Sané. Chance lebt noch. Super Aktion, klasse von Neymar. Nun Ibrahimovic. Antoine Griezmann. Gutes Technik. Sané. Griezmann. Mbappé. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Sieht einfach aus, aber ist einfach technisch. Kanté. Ball im Aus, gibt Ecke, gute Gelegenheit. Die Fans geben alles, die wollen den Ausgleich. Der Ball kommt rein. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. 2 Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Suso. Alexandre. Der Versuch. Gut gemacht. Den Ball hat der Torwart sicher. 3 Treffer haben wir in Durchgang 1 gesehen. 2:1 der Pausenstand. Alle sind bereit. Die zweiten 45 Minuten stehen an. Da passt er auf. Das gibt einen Einwurf. Hereingabe. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Griezmann. Da verlieren sie den Ball. Fred. Ball draußen, das gibt jetzt Eckball. Ecke kommt. Da ist die Szene vorbei. Sergio Ramos am Ball. Er macht heute bislang eine gute Partie, finde ich. Wie siehst du es? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Lacazette. Fred. Das könnte gefährlich werden. Da zieht er ab. Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. Gut gemacht. Er hat den Ball erobert. Sané. Und Lacazette. Sie haben Platz. Da geht er vorbei mit dem Trick. Schuss! Und jetzt die Chance. Das war knapp. Und Neymar. Auch dieser Ball kommt an. Das macht er gut heute. Er überzeugt heute als Passgeber. Griezmann. Das könnte eine Gelegenheit werden. Lacazette am Ball. Sie kommen über den Flügel.
Wir können nichts aus der Flanke machen. Klasse Aktion, Ball ist weg. Sie bekommen einen Einwurf. Da könnte was draus werden. Conte. Griezmann. Ibrahimovic jetzt. Und das ist der Ballverlust. Und Griezmann. Jetzt haben Sie den Ball. Können Sie jetzt einen Angriff einleiten? Alexandro. Wird das eine Torchance? Griezmann jetzt. Im Moment kommen Sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Zlatan Ibrahimovic. Conte. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Jetzt ist die Kugel weg. Nun Neymar. Caldara. Tolles Zuspiel. Ball bei Lacazette. Und jetzt der Schuss. Lacazette trifft. Things are known to go down, spit around with my lyrics. I'm hearing it from the ground. Let me pound, Barney out is with the east side beat. From this gate is the ends, and it's inside me. Street by street, let the bars invigorate your flow. When I'm spitting from the road, they're yelling, Barney, let's go. Let me slow, spitting my zone. Barney repping my home, never alone. I'm keeping the fire, pass me the coal. Life's a journey, so making friends is the best plan. Home is somewhere where you're spending the best time. Always chilling with my jeans in the east. Grab a falafel, try eating in peace. Let me speak what I see. See what I speak when I'm breathing on beats. Keep my side for complete. East side is where I call home. Come to ends, fam, I'll show you what I know. Kinda miss the days when we were old. Parkside cafe strolls, then back to mine. Almost every time. What a sweet, sweet day to roam. Golden undertones. Oh, it's good to be home. Oh, it's good to be home. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Partie. Wir freuen uns, diese Partie für Sie begleiten zu dürfen. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Sie versuchen mit der Aufstellung heute erstmal jetzt die Möglichkeit. Lacazette trifft. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Achraf Hakimi. Nun Witzel. Götze. Goretzka. Der Schuss war nicht besonders. Er geht weit vorbei. Werner. Mario Götze. Und nun ein Schuss. Nee, den Ball trifft er nicht so gut. Jetzt Lacazette. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen. Jetzt schießt er. Da kann er sich den Ball holen. Ganz einfach an den Ball gekommen. Christian Pulisic, Götze, Timo Werner, klasse Technik.
Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Das frühe Pressing jetzt. Suso. Jetzt vielleicht. Fällt das Tor doch noch. Und er trifft. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Guerrero. Diallo. Klasse Aktion. Ball ist weg. Götze bringt den Ball nach vorne. Goretzka. Da steht er gut. Er kann dazwischen gehen. Das war einfach. Und er hat den Ball. Alexandre. Und jetzt die Chance. Da ist er drin. Ein tolles Tor. Sie dominieren die Partie nach Belieben. Und das drückt sich mittlerweile auch am Spielstand aus. Den Ball holt er sich. Fred. Super Pass jetzt. Jetzt vielleicht. Was für ein Tor! Ich bin mir nicht sicher, ob er den so machen wollte, aber ist ja auch egal. Tor ist Tor. Und das Tor macht er mit richtig viel Gefühl. Da ging es um Präzision und nicht um Kraft. Und drin das Tor. Lacazette. Leroy Sané. Da kommt die Hereingabe. Da können sie erstmal klären. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Rodriguez jetzt am Ball. Sané, lange Flanke jetzt. Das war eine gute Chance, aber jetzt Abstoß. Goretzka. Mario Götze. Witzel. Achraf Hakimi. Da passt er auf und hat den Ball. Und Lacazette. Da ist der Ball weg. Götze. Goretzka. Gute Grätsche, er hat den Ball. Schönes Pressing jetzt. Götze. Reus, das ist die Chance. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Keine Diskussion. Berechtigter Freistoß hier. Aurier. Romagnoli. Guerrero. Goretzka. Und Marco Reus. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Gutes Pressing jetzt. Jetzt haben sie den Ball. Toller Pass. Leroy, da kommt der Pass. Und jetzt ein Schuss. Oh, mit dem Fallrückzieher will er da den Treffer machen. Akrobatisch, aber sind wir ehrlich, richtig gefährlich, weiß nicht. Super dazwischen gegangen. Auf außen ist Platz. Lacazette. Ball kommt rein. Kein guter Volley. Ja, hätte hier gerne das Tor gemacht, sah auch zunächst gut aus, aber dann fehlt einiges. Witzel. Goretzka. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Guter Pass. Da schickt er den Mitspieler. Jetzt die Flanke. So leicht dürfen sie es dem Keeper natürlich nicht machen. Rodriguez. Romagnoli. Vielversprechender Angriff. Schönes Zuspiel. Timo Werner. Ball soll zu Marco Reus. Das war knapp.
Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Ballverlust. Timo Werner. Oh, Marco Reus. Klasse Aktion, Ball ist weg. Das Spiel läuft alles andere als... Anpfiff zur zweiten Hälfte. Ich bin gespannt, ob sie weiterhin so dominant auftreten können. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Goretzka! Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Aber er muss aufpassen bei dieser Ecke. Götze mit der Hereingabe. Auf der Linie gerettet. Ganz stark gemacht. Und das war so knapp. Wahnsinn! Riesenglück gerade. Gold richtig gestanden auf der Linie. Verhindert das sichere Tor. Suso. Fred. Und nun Lacazette. In der ersten Klasse Zuspiel. Da kommt der Steilpass. Da kommt der Schuss. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Ricardo Rodriguez. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Jetzt schießt er. Schade, kein Tor. Super gemacht, ganz präzise, aber dann fehlen Zentimeter. Überzeugende Leistung bislang von Alexandre Lacazette. Er hat sein Tor schon gemacht und ist auch ansonsten immer wieder gefährlich. Tiemoué Bakayoko. Er passt ihn auf den Flügel. Flanke jetzt. Da können sie erstmal klären. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Goretzka. Sehr guter Einsatz. Da ging er unfair rein und deshalb Freistoß. So, es ist soweit. Der Trainer nimmt ihn aus der Partie. Angesichts seiner Leistung war die Auswechslung absehbar, ne? Er ist nie richtig ins Spiel gekommen. Also da darf er sich über die Auswechslung wirklich nicht beklagen. Sané! Da hat dann doch eine ganze Menge gefehlt. Ja, das war kein guter Versuch. Das hat man deutlich gesehen. Der hat ja kaum was gestimmt. Samu Castillejo. Und jetzt die Chance. Wenn so ein Volley reingeht, steht das Stadion Kopf. Aber wenn dann so ein Ding dabei rumkommt, dann ist es eher frustrierend. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Nun Rodriguez. Tiemoué Bakayoko. Bakayoko. Weg ist der Ball. Vorteil ist angezeigt, gut vom Unparteiischen. Da verlieren sie den Ball. Und da ist der Ball wieder weg. Leroy Sané. Den Ball hat er, ganz souverän. Tiemoué Bakayoko. Lacazette jetzt. Da ist die Hereingabe. Standards können eine Waffe sein. Mal sehen, wie die Ecke wird. Ecke kommt. Endlich kann er sich heute mal auszeichnen. Einwandfreie Parade von ihm. Gut, dass er heute auch mal ein Erfolgserlebnis hat. Auf dem Papier her sind beide Teams nahezu gleich stark. Aber die Anzeigetafel sagt uns heute was anderes, Buschi. Also damit, Wolf, hätte ich vor dem Spiel nun wirklich nicht gerechnet. Ich bin von einem knappen, spannenden Spiel ausgegangen. So kann man sich täuschen. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Schönes Zuspiel. Samu Castillejo. Er schießt. Den hält er völlig ohne Probleme. Sané. Da kommt der Schuss. Trifft er? Ja, drin. Tor.
Er schießt sie heute fast im Alleingang ab. Tor Nummer 3. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Jetzt Lacazette. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Ah, da passt er nicht auf. Nicht gut verteidigt. Klasse Aktion. Ball ist weg. Lacazette, was für ein Steilpass. Jo, und da ist der Angriff vorbei. Goretzka. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Und jetzt spielt er doch mal einen Fehlpass. Hätte ich gar nicht mehr mitgerechnet. So gut, wie der heute die Bälle verteilt hat. Reus. Da kann er sich den Ball holen. Da haben sie jetzt Platz. Samu Castillejo. Und nun Witzel. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Das könnte eine Gelegenheit werden. Da gewinnt er den Zweikampf. Sie dominieren und führen kurz vor Spielende. Das Ding werden sie nach Hause bringen. Bakayoko. Da wäre Platz für den Konter. Lacazette. Samu Castillejo. Da ist er da. Den Ball hat er. Und das war alles andere als einfach. Das war ein guter Kopfball. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Klasse Ballgewinn. Vielleicht machen sie jetzt was draus. Guter Versuch aus der Distanz. Da hat nicht viel gefehlt. Da hätte das Tor fallen. Number 2, Ricardo Rodriguez. To be replaced by number 1, Danny Rose. Substitution for the visitors. Coming off the pitch, Goretzka. 11, Marco Reus. Mario Götze jetzt. Timo Werner. Weg ist der Ball. Ja, 2 Minuten Nachspielzeit kriegen wir jetzt noch. Samu Castillejo. Schussversuch. Wenn er da nachgelegt hätte, wäre das Spiel endgültig entschieden gewesen. Aber sei es drum, sie führen ja weiterhin. Und da ist es vorbei, da kommt der Schlusspfiff. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Er macht hier den Dreier. Jetzt die Möglichkeit. Lacazette trifft. Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie ganz herzlich, liebe Zuschauer. Ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht. Gleich ist es soweit. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Sie wollen das Spiel heute breit machen, versuchen es mit einem 4-3-3. Da dürfte viel über die Außen gehen, über die beiden Außenstürmer.
Und jetzt sehen wir hier also die Aufstellung der Gäste heute. Bei Ihnen sehen wir hier heute ein 4-4-2 mit einem zurückgezogenen Spieler im Mittelfeld. Entsprechend sind es in dieser Anordnung auch keine 2-4-Raketten. Es geht in erster Linie darum, zunächst mal die Defensive zu stärken. Agüero. Schussversuch von Agüero. Dele. Voller Einsatz, Schuss geblockt. Ball draußen, das gibt jetzt Eckball. Jetzt kommt die Ecke. Richtig gute Ecke, aber der Abschluss, der war nix. Nee, da wird er sich ärgern. Die Chance hätte er natürlich ganz anders nutzen müssen. Schöner Ball von Agüero. Jungmin Son. So, das ist abseits, brauchen wir gar nicht lange diskutieren. Wir belegen das mit der Zeitlupe. Das Gespann hat sofort gesehen. Bakayoko. Romagnoli. Fred. Und Lacazette. Lacazette, was für ein Steilpass! Und die Situation ist wieder bereinigt. Alexandre Lacazette. Lacazette trifft! So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Und nun Lacazette. Caldara. Tiemoué Bakayoko. Im Moment kommt Steigespiel. Lacazette! Lacazette trifft! Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Suso. Und jetzt die Chance. Lacazette! Phänomenal! Ohne Worte! Der Kerl ist on fire. Das war schon sein drittes Tor im heutigen Spiel. Und Firmino. Jetzt haben sie den Ball verloren. Lacazette. Der Pass in den freien Raum. Gut gemacht. Flanke an den kurzen Pfosten. So leicht dürfen sie es dem Keeper natürlich nicht machen. Davinson Sanchez. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Alex Oxlade-Chamberlain. Agüero! Da kommt er nicht richtig hinter den Ball und dann ist er leicht abzuwehren. Standards können eine Waffe sein. Mal sehen, wie die... Das war knapp! Bakayoko. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Super rausgeholt, den Kopfball. Jetzt ist der Ball weg. Mondi. Jetzt Firmino. Kun Agüero. Da kommt der Pass auf außen. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Und das ist der Ballverlust. Lacazette. Einwurf. Da trennt er ihn fair vom Ball. Mondi. Oxlade-Chamberlain. Jetzt Firmino. Hector Bellerin. Mondi.
Fred. Lacazette. Leroy Sané. Tor! Da zieht er ganz genau in den Pfosten und drin. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch am Spielstand aus. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Bakayoko. Die Fans haben sich das heute auf jeden Fall anders vorgestellt. Buschi. Herr Wolf, das ist Schockstarre hier im Moment. Selten, dass es so leise ist. Ja, das ist dann doch harmlos. Ja, sowas müssen sie konsequenter spielen. Von Agüero kommt viel zu wenig. Enttäuschender Auftritt bislang. Harmlos sein Auftritt bisher. Er kann sich da vorne überhaupt nicht in Szene setzen. Das ist auch ein Grund für den Rückstand. Und Firmino. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Schöner Pass. Gute Aktion. Er versucht mit dem Kopf, aber der Ball geht vorbei. Schade, das war eine richtig gute Chance. Sie haben den Ball. Alexandre Lacazette. Da kann er klären. Gut aufgepasst. Und da ist der Ball wieder weg. Sané. Sané! Gleich bringt er die Ecke rein. Ecke kommt. Und jetzt die Chance. Was für eine unglaubliche Parade. Ah, Wolf, eine Riesenszene, fantastischer Reflex. Den habe ich schon drin gesehen. Die Ecke kommt rein. Ein richtig guter Kopfball, aber mindestens genauso gut gehalten. Eine starke Aktion. Also ausgeglichen ist definitiv anders. Hier steht es 4:0 nach der ersten Hälfte. In der ersten Hälfte hat er richtig gut gespielt, oder Buschi? Eine über... Ob sie hier noch was anbrennen lassen. Durchgang 2 läuft. Jetzt die Chance. Das war jetzt aber mal eine gute Szene vom Torhüter. Ja, aber leider einer der wenigen bisher heute. Das ist nicht sein bestes Spiel. Und Firmino. Firmino jetzt, Riesenchance. Und da kann er klären. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff. Fred. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Guter Ball nach draußen. Agüero jetzt. Alex Oxlade-Chamberlain. Ball ist draußen, es gibt Abstoß. Tolle Leistung bislang in diesem Spiel. Da kann der im Mittelfeld schalten und walten, wie er will. Eine tolle Vorlage nach der anderen. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Schöner Ball von Agüero. Es könnte Agüero Hilfe gebrauchen. Da kommt die Flanke. Aber es kommt kein Mitspieler an den Ball. Dele Alli. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Sané. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Ganz sicher. Auch dieser Ball kommt an. Da kommt der Pass. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball.
Alexander schießt er ihn rein. Das macht der Torwart gut. Den Ball hat er. Jungminson. Und da verlieren sie den Ball. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Er überzeugt heute als Passgeber. Sané. Wird das seine Torchance? Und jetzt die Chance. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Ball draußen, gibt Abstoß. Davinson Sanchez. Bailly. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Da kommt der Versuch. Das macht er gut, den Ball hält er fest. ...20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Das sieht man sehr selten. Also der Torhüter startet erst jetzt vielleicht. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Super gehalten eben in der Szene. Was für eine Aktion. Ach, zu ungenau. Der Ball ist weg. Was ist denn? Und jetzt die Chance. Und auch hier machen sie kein Tor. Da wundert einen der Rückstand nicht mehr, oder Buschi? Nee, überhaupt nicht. Bei der Abschlussschwäche ist klar, dass sie nicht mehr rankommen. Hector Bellerin. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Und da ist der Ball wieder weg. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Da kann sich was entwickeln. Achtung jetzt. Er versucht's. Und der Torhüter ist zur Stelle. Klasse Zuspiel. Große Freude kommt da jetzt nicht auf. Ja, aber nachvollziehbar. Rückstand ist zu deutlich. Ich glaube auch nicht an das Wunder. Neuer Spielstand jetzt also 4-1. Viel bringt Ihnen dieser Ehrentreffer natürlich nicht mehr, aber immerhin, das Ergebnis sieht ein bisschen freundlicher aus. Ja, Wolf, das ist ein schwacher Trost für die Fans, aber ganz ehrlich, heute war nicht mehr drin. Nun Lukas. Oxlade-Chamberlain. Keine Diskussion, berechtigter Freistoß hier. Gut vom Schiedsrichter. Er ermahnt den Spieler, anstatt gleich die Karte zu zeigen. Und wir sehen, Kommunikation ist wichtig auf dem Platz. Der Spieler weiß jetzt ganz genau, dass er aufpassen muss. Firmino jetzt, Riesenchance. Das frühe Stören jetzt. Super Pass. Leroy Sané. Sané! Warum um Himmels Willen geht das so? Jetzt vielleicht. Das ist der Treffer! Ganz aufgegeben haben sie sich noch nicht offensichtlich. Sie erzielen hier zumindest noch den Ehrentreffer. Immerhin treffen sie hier nochmal, aber verlieren werden sie dieses Spiel trotzdem. Jetzt können wir gespannt sein, was hier noch passiert. Aktueller Spielstand 4-2. Jetzt machen sie hier das Tor, aber ich glaube nicht dran, dass da noch viel geht. Man sollte eine Mannschaft nie abschreiben, aber es wird schwer. Dafür haben sie einfach bislang zu wenig zusammengebracht. Wieder ein guter Pass. Der Ball läuft gut heute, klasse Passquote. Und da ist es vorbei, da kommt der Schlusspfiff. In der Form, die er heute gezeigt hat. Und die Situation ist wieder bereinigt. Alexandre Lacazette. Lacazette trifft.
you think I'm stupid? Do you think I'm bad crazy having you on my mind? Do you think I'm helpless? My algebra gon' equal you every time. Do you think I'm calling? Do you think I'm calling out every night? Girl, I've fallen for you. Hallo, liebe Zuschauer, Sie haben die richtige Entscheidung getroffen. Das wird hier hoffentlich eine richtig spannende Partie. Und damit herzlich willkommen. Wolf-Christoph Fuß und Frank Buschmann führen Sie heute durch das Spiel. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Sie treten heute im 4-3-3 an, Buschi. Kurzer Kommentar von dir dazu. Es ist natürlich eine sehr offensive Ausrichtung. Mit den beiden Flügelstürmern werden Sie dann versuchen, das Spiel breit zu machen. Und jetzt sehen wir hier also die Aufstellung der Gäste heute. Schauen wir uns kurz Ihre taktische Formation heute an, Buschi. Wir sehen hier ein 4-4-2. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Bale, Glanzparade. Tolle Aktion, was für ein Wahnsinnsreflex. Modric springt die Ecke rein. Bale, ich habe den schon drin gesehen, Muschi. Ja, aber nicht mit dem Verteidiger. Er kommt da tatsächlich noch vor der Torlinie ran. Modric führt aus. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Gibt Einwurf. Nun Jordi Alba. Modric am Ball. Juan Jordan. Griezmann. Die Chance zur Führung. Was für ein Reflex. Einfach nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. Und Rodriguez. Romagnoli. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke bei der... Das könnte sein. Den Ball hält er fest. Gute Aktion. Schöne Aktion. Oh, das war haarscharf. Da hat wirklich nicht viel gefehlt. Und es gibt Abstoß. Da haben sie jetzt Platz. Suso. Eckball. So, Ecke kommt. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Suarez mit dem Platz. Alles offen. Da klatscht der Ball an den Pfosten. Coutinho. Ganz stark abgeblockt. Es wäre fast die Führung gewesen, aber nur Alu getroffen.
Fred. Leroy Sané. Ricardo Rodriguez. Weg ist der Ball. Und er gewinnt den Zweikampf. Das gibt einen Einwurf. Suso. Da kommt die Hereingabe. Er ist da und hat den Ball. Caldara. Bakayoko. Jetzt Gareth Bale. Bale. Bale mit dem Pass. Antoine Griezmann. Suso. Und jetzt haben sie den Ball. Und jetzt Suarez. Bruno Lacazette. Sané. Auf außen ist jetzt Platz. Er versucht's. Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf. Sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Suarez. Nun Lacazette. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Fred. Griezmann. Ja, Suarez mit dem Pass. Coutinho. Da kommt die Flanke. Nein, doch nicht. Die Flanke kam nicht so gut rein. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Ja, sie versuchen es weiter. Jetzt eine gute Flanke. Der Freistoß, klare Sache. Ja, sie werden den Ball scharf reinbringen und wir gucken, was sie draus machen. Das war doch ein bisschen weit für ihn, oder? Ja, den Freischuss hätte er besser mal nicht direkt aufs Tor geschossen. Griezmann am Ball. Suso. Aurier. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Bakayoko. Nee, den kriegt der Keeper. Griezmann. Ballverlust. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Da ist Platz für Carvajal. Bale. Auf dem Flügel kommt der Ballbesitz. Und Jordi Alba. Und Coutinho. 2 Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Jordi Alba mit der Flanke jetzt. Sehr stark vom Torwart. Den Kopfball hat er. Den Ball fängt Budin ab. Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Es steht 1:0. Der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Da verlieren sie den Ball. Bale. Sie erobern den Ballbesitz. Krasser Einsatz. Caldara. Romagnoli. Super dazwischen gegangen. Und jetzt Coutinho. Luis Suarez.
Er kann ihn reinbringen. Schön gelöst. Den Angriff im Keim erstickt. Ricardo Rodriguez. Sie machen Druck. Fred. Suso. Suso! Fällt das Tor doch noch. Kurze Hereingabe. Aber da steht kein Mitspieler für diese Hereingabe. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Vorteil bei diesem Zweikampf. Ja, so kann man das auslegen. Das könnte gefährlich werden. Und das ist der Ballverlust. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Bakayoko. Jetzt haben sie den Ball. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Alexander. Schussversuch. Nee, drüber. Boah, war das knapp. Da hat nicht viel gefehlt. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Modric. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Weg ist der Ball. Ballverlust. Tiemoué Bakayoko. Fred. Jetzt müssen sie aufpassen. Sané. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Ganz stark abgeblockt. Und jetzt vielleicht die Chance, gibt Ecke. Jetzt ist Schluss für ihn. War nicht sein Tag heute, muss man so sagen. Ja, er hat überhaupt keine Bindung zum Spiel gefunden. Insofern war dieser Wechsel absehbar. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Und jetzt wird es Einwurf geben. Çalhanoğlu. Und er gewinnt den Zweikampf. Und jetzt Isco. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Modric. Steilpass Modric. Dembele. Der Ball ist drin. Und da macht er gleich sein Joker-Tor. Klasse, wie er sofort da ist. Sie schaffen den Ausgleich. Alles wieder offen. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Nur Lacazette. Und da verlieren sie den Ball. Dembele. Den Ball erobert, da macht sich der hohe Druck bezahlt. Zu unpräzise. Romagnoli. Lacazette. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Schaffen Sie hier noch den Sieg? Die Fans laufen dran. Bonaventura. Er überzeugt heute als Passgeber. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor.
Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Alexandre Lacazette. Diego Godin mit gutem Einsatz. Da haben sie jetzt Platz. Jetzt ein Eckball und vielleicht packen sie die Führung hier. Modric führt aus. Piqué! Das muss hier fast schon die Entscheidung sein. Aber dann diese sensationelle Parade. Also das war unglaublich. Wie hat er den denn noch gehalten? Es bleibt spannend. Modric springt die Ecke rein. Riesenszene. Was für eine Parade. Ja, der Ball muss eigentlich sitzen aus der Entfernung. Und dann ist das Spiel hier entschieden. Aber da hat er was dagegen. Eine unglaubliche Parade. Modric führt aus. Die Möglichkeit zu flanken. Der Ball zu Griezmann. Normalerweise macht er den doch, oder Buschi? Ja, also das haben wir auf jeden Fall schon ganz anders von ihm gesehen. Auch kurz vor Schluss will ich hier keine Prognose abgeben. Noch ist alles möglich. Das gibt Einwurf. Nun Griezmann. Isco. Starke Aktion, er lässt den Verteidiger stehen. Luis Suarez am Ball. Schöner Pass jetzt, Griezmann. Riesenjubel auf der einen Seite, Niedergeschlagenheit auf der anderen. Was für ein Tor. Und ich glaube, das war's. Da haben sie die Führung. Und jetzt heißt es, verteidigen. Und irgendwie die letzten Minuten überstehen. Dann gewinnen sie das Ding. Ist das die Entscheidung, Buschi? Sieht ganz danach aus, Wolf. In wenigen Minuten ist hier Schluss. Und sie haben die Führung. Caldara. Bakayoko. Gleich ist hier Schluss, aber sie können den Ausgleich noch packen. Jetzt bekommen sie die Chance. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind es noch. Jetzt müssen sie aufpassen. Nun Isco. Sie müssen aufpassen. Wichtig, ganz wichtig. Der Schiedsrichter pfeift ab, das war's. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Bale. Glanzparade. Tolle Aktion. Never check their own weight, all in a picture, I'm sure. It's the good life. It's the good life. If you call me, call me my name. If you take me with the shame. It's the good life. If you call me, call me my name.
Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir sitzt wie immer Frank Buschmann. Es kann losgehen. Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu dieser Partie. Das wird mit Sicherheit hochinteressant. Da kommt der Anpfiff, das Spiel beginnt. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen einen kurzen Blick drauf. Bei Ihnen sehen wir hier heute ein 4-4-2 mit einem zurückgezogenen Spieler im Mittelfeld. Entsprechend sind es in dieser Anordnung auch keine 2-4er-Ketten. Es geht in erster Linie darum, zunächst mal die Defensive zu stärken. Schauen wir mal kurz auf die Startformation des Auswärtsteams. Kurze Einschätzung zu Ihrer taktischen Ausrichtung heute, Buschi. Wir sehen hier ein 4-3-3 und klar, das wird viel über die Außen, viel über die Flügel gehen. Da Winston Sanchez. Mahrez. Das war einfach. Und er hat den Ball. Leroy Sané. Jetzt gibt's hier eine Ecke. Jetzt kommt die Ecke. Jo, und da ist der Angriff vorbei. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Und Firmino fängt diesen Ball. Entscheidet auf Foul, aber da kann er die Verwarnung noch stecken lassen. Könnte die Führung werden. Was für eine Parade. Aus dieser Distanz, starke Szene. Da wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken müssen. Agüero am Ball. Schöner Ball von Agüero. Sané, er trifft den Pfosten. Er ist da und kann den Ball hier klären. Es wäre fast die Führung gewesen, aber nur Alu getroffen. Sie müssen schneller spielen, dann könnten Sie die Defensive überraschen. Sané, jetzt die Möglichkeit. Kein guter Volley. Ja, hätte hier gerne das Tor gemacht, sah auch zunächst gut aus, aber dann fehlt einiges. Und den Ball hat er sich geholt. Sané. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Sergio Agüero. Gute Flanke. Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf. Sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Ja, und aus der Position war das natürlich kein Problem mehr. Aber da musst du eben auch stehen. Da hat er einfach den richtigen Instinkt für die Situation. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Und nun Fernandinho. Fabinho. Sané. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Das könnte die Chance werden. Fred. Leroy Sané. Und Firmino. Weg ist der Ball. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Agüero schießt. Gute Gelegenheit jetzt. Mit der Ecke könnten Sie noch ein Tor nachlegen. Da kommt die Ecke. Agüero! Keeper geht auf Nummer sicher. Faustet diese Ecke. Das hätte gefährlich werden können. Gute Aktion. Jetzt die Flanke. Das hätte gefährlich werden können. Und da ist der Ball wieder weg. Suso. Jetzt haben sie den Ball verloren. Jetzt Firmino. Da trennt er ihn fair vom Ball. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Sané.
Agüero. Klasse Einsatz, faires Tackling. Fred. Alexandre Lacazette. Da gewinnt er den Zweikampf. Und das gibt Abstoß. Fabinho und Firmino. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Ball kommt rein. Das war einfach. Er holt sich die Flanke. Tiemoué Bakayoko. Roberto Firmino. Kun Agüero. Roberto Firmino! Nur Lacazette. Sané. Da kommt die Hereingabe. Das war knapp. Fernandinho am Ball. Jetzt müssen sie aufpassen. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Er gibt das Foul und Freistoß. Jetzt müssen sie aufpassen. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Tolles Zuspiel. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Bakayoko. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Lacazette. Klasse Zuspiel. Vielleicht jetzt. Fred. Was für eine Aktion. So gerade. Ein Tor. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Clever gemacht. Gute Aktion. Schöne Aktion. Fred. Romagnoli. Aurier. Klasse Pass. Von Arnold. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Sané. Nee, nicht gut gespielt. Ball geht ins Aus. Davinson Sanchez. Und nun Fernandinho. Wie fandst du Roberto Firmino im ersten Spielabschnitt? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Das könnte die Chance werden. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Sané. Aurier. Schöner Pass. Lacazette abseits. Jetzt Firmino. Bakayoko. Suso. Und da hat er ihn da draußen gestoppt. Aurier. Fred. Fabinho. Sané. Agüero jetzt. Schöner Ball von Agüero. Klasse gespielt, guter Steilpass. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen.
Dieser Szene zeigt er all sein Können. Den Ball holt er sich direkt aus der Luft. Ein absolutes Klasse-Tor. Jetzt steht es 2:0. Das dürfte ihnen Ruhe geben. Goal for the visitors. Number 10, Riyad Mahrez. Ganz einfach an den Ball gekommen. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Sané. Van Aanholt. Fabinho. Agüero. Der Steilpass, gefährlich, Firmino. Leroy Sané. Fahne ist oben, abseits Sané. Tiemoué Bakayoko. Der Angriff könnte was werden. Jetzt kommt der Schuss. Fällt das Tor doch noch. Den lenkt er gut über die Latte. Und Eckstoß. So, Ecke kommt. Brillant gemacht. Gute Eckball, klasse verwandelt. Standards musst du trainieren, dann kann sich das auszahlen. Wie in dieser Szene. Super gemacht. So, jetzt gibt es natürlich auch die Wiederholung dieses Treffers. Klasse Treffer, aber vor allem auch perfekt vorbereitet. Eine richtig gute Ecke. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Roberto Firmino. Macht er ihn! Der Abschluss war nicht präzise genug. Der Ball geht doch ein gutes Stück am Tor vorbei. Buenaventura. Sie suchen die Lücke. Der Linienrichter hebt die Fahne abseits. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Kun Agüero. Und nun ein Schuss. Junge, war das knapp. Na, da können Sie jetzt durchatmen da hinten. Da waren Sie doch noch zur Stelle. Jetzt wird's gefährlich. Ball kommt rein. Er ist noch heiß. Aber es kommt kein Mitspieler an den Ball. Fernandinho. Samu Castillejo. Buenaventura. Die Fans wollen den späten Ausgang. Lacazette, was für ein Steilpass. Samu Castillejo. Calhanoglu. Auf der Linie gerettet. Eckstoß also. Da kommt die Ecke. Nein, schwacher Ball. Mahrez. Agüero. Und nun Firmino. Fabinho. Und jetzt Fernandinho. Klasse Pass. Da geht Ricardo Rodriguez gut hin. Und nun Fernandinho. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Da gewinnt er den Zweikampf. Roberto Firmino. Sané. Da wäre jetzt Platz. Da kommt die Flanke. Wie macht er den denn rein? Sie sind das bessere Team heute und auch dieser Treffer ist verdient. Da kann er das Tor nicht verhindern, obwohl er noch dran war am Ball. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Buenaventura. Jetzt vielleicht. Buenaventura. Und jetzt gibt es eine Ecke.
Ecke kommt rein. Und da ist die Szene auch schon wieder zu Ende. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Van Aanholt, Agüero. Schöner Ball von Agüero. Da müssen sie aufpassen. War das eng? Kommt jetzt die Flanke? Ja, das gibt Eckball. Der Ball kommt rein. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein, faustet den Ball weg. Kein Zweifel, das ist Freistoß. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Çalhanoğlu. Da ist der Ball weg. Fabinho. Fernandinho jetzt am Ball. Klasse vom Verteidiger. Er blockt die Flanke ab. So, das ist der. Liebe Zuschauer, ich grüße Sie recht herzlich hier oben von den Kommentatorenplätzen. Mein Name ist nicht Frank Buschmann. Und mein Name ist nicht Wolf Fuß. Ich bin Frank Buschmann und gleich kann es losgehen. Da zieht er ab. Junge, war das knapp. Na, da können Sie jetzt durchatmen da hinten. Da waren Sie doch noch zur Stelle. Joey Linton. Und Robben. Pass von Robben. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Das wird einen Eckball geben. Die Ecke kommt. Und Lacazette. Tiemoué Bakayoko. Korrekte Entscheidung, da war er, wenn auch knapp im Abseits. Ich bin mal gespannt, wie temporeich diese Partie werden wird. Denn beide Teams sind mit richtig schnellen Spielern unterwegs. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Und da ist der Ball wieder weg. Neuer. Fred. Joey Linton. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Jetzt haben sie den Ball verloren. Rodriguez mit klasse Einsatz hier. Fred. Bakayoko. Alexandre Lacazette.
Und den Ball hält der Torhüter fest. Und der weite Ball auf Robben. Joey Linton. Weg ist der Ball. Macht er gut hier. Er ist frei, da kann was draus werden. Da hat er die große Gelegenheit, aber der Torwart ist da. Gut aufgepasst vom Keeper, eine tolle Parade. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Und Reus. Chance zur Führung. Chance lebt noch. Auf außen ist Platz. Sané. Jetzt Robben. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Witzel. Sané. Da wäre jetzt Platz. Da kommt er weit raus und kann klären. Super Aktion. Klasse mitgespielt hier und das wird von Torhütern heute ja auch verlangt. Klasse Aktion, Ball ist weg. Klasse gemacht. Jetzt kommt der Schuss. Oh, kein Tor. Es bleibt hier beim 0:0. Das war natürlich eine Riesenchance. Dani da Costa. Joey Linton. Sie müssen schneller spielen. Dann jetzt schießt er. Das ist noch gefährlich. Was für eine Parade. Super Aktion und er bewahrt sie vor dem Rückstand. Klasse Pass. Da kommt der Steilpass. Lacazette, was für ein Steilpass. Er pariert und er gibt Elfmeter. Das Foul ahndet der Unparteiische und gibt Gelb. Klasse gemacht. Wir machen nichts aus diesem Elfmeter und das ist natürlich super. Bakayoko ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Da kommt der Pass. Stark vom Torhüter. Gute Chance jetzt. Sie bekommen die Ecke. Jetzt kommt die Ecke. Schuss! Noch ist die Chance da. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans liegen sich in den Armen, die Spieler liegen sich in den Armen. So hatten sie sich das vorgestellt. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Und Robben. Sané. Fred. Alexandre Lacazette. Witzel. Schöner Pass. Reus. Fängt diesen Ball ab. Tiemoué Bakayoko. Bakayoko. Jetzt ist die Kugel weg. Joey Linton. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Es gibt noch 2 Minuten oben drauf. Robben!
eine wichtige. Situation jetzt. Jetzt müssen Sie aufpassen. Robben mit der Ecke. Keeper geht auf Nummer sicher. Faustet diese Ecke erstmal weg. Schießt er ihn rein. Da haben Sie. Und zur Pause am. Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Toller Pass. Aus dem Angriff haben sie nichts gemacht. Sané. Fred. Das könnte die Chance werden. Da gewinnt er den Zweikampf. Was meinst du bisher über Robben? Klasse Zuspiel. Zuspiel für Robben. Pass von Robben. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Aus dieser Entfernung musst du einfach ein Tor erzielen. Stimmt, aber...